Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Diablo 3, Reaper of Souls, der Kreuzritter. Beim letzten Mal, hier stehen geblieben, wir hatten noch mit Tyra geredet und die Zauberin, die Miriam, der Handwerker hier, hat natürlich Informationen für uns, so wurde uns gesagt, und die hören wir uns jetzt einfach mal an. Chelsea, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Ja. Es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Warum nicht? Und das wäre... Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Nein. Adria, mit der haben wir doch auch noch ein Hütchen zu rupfen. Sie hat uns ja verraten im vierten Akt. Oh, jetzt geht's los. Na dann, ein bisschen neue Ausrüstung habe ich auch. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Ist das so? Ist aber nett. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Kommt mit, wenn ihr es für nötig haltet. Doch Adria wird für das zahlen, was sie Lea angetan hat. Habe ich zum Beispiel eine neue Axt und so ein Spaß, was ich so halt noch ein bisschen rumliegen hatte in meinen Truhen. Und was wir gut gebrauchen können. Warum nicht? Zwischensequellen. Urzael und die Seelenernter sind tot. Die Menschen von Vestmar können mit dem Wiederaufbau beginnen. Lorat und ich gehen in die Blutmarschen, um Adria zu stellen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Doch vor allem werde ich ihre Blutschuld einfordern. Oh ja, das machen wir. Woo. Na dann. Wird dir Adria die Informationen über Maltael entlocken? Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Aber Maltael hat ihm nichts davon. Ja, also wir werden es einfach aus ihr rausprügeln, sag ich mal. Und es gibt neues Wissen. Ich halte mich für einen Experten auf dem Gebiet der Sumpflinge. Der Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich mit der Futtersuche und dem Graben beschäftigt. Unter normalen Umständen fürchten sie uns Menschen. Doch wenn sie unter dem Einfluss magischer Objekte stehen, werden sie sehr aggressiv. Besonders Ringe scheinen es ihnen angetan zu haben. Also heißt das, wenn wir jetzt komplett ohne was rumlaufen, dann ignorieren die uns, oder was? Ah, hier geht's direkt schon weiter. Hallo. Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Ah, ja. Na, krieg man nicht auf. Wir einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Was war das? Da kommt etwas. Sumpflinge. Auch nicht zu knapp. Super. Yay. Ja, gib ihm. Hol mal die Bogenschützen raus. Mann. Was soll schon passieren? Haben wir jetzt alle? Dankeschön. Was noch mehr? Oh je. Erstmal eine Himmelsgrube. Frech. Kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einer Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Neues Wissen. Zack. Der Hauersumpfler ist eine großgewachsene wilde Bestie mit äußerst schlechter Laune. In Begleitung von Sumpflinggruppen legt er sich mit allem und jedem an, das seinen Weg kreuzt. Dabei sterben unvermeidlicherweise einige Sumpflinge. Die Überlebenden werden jedoch mit Überresten der Beute belohnt. Wenn meine Assistenten doch auch nur zu solchen Konditionen arbeiten würden. Schon bald werde ich mit euch ein ernstes Wort machen. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Natürlich. Nun... Natürlich. Ah, gleich mal der erste Blaue hier. Der hat auch Blitze, aber ich kann nur einen mit Blitzen geben. Piu, 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 piu. Ah, geht noch, ne? Wir halten eigentlich nur ganz gut aus. So, sehr schön. Sind auch geplatzt. Moment, da ist ja noch was. Na komm, hier. Himmelsfaust und noch eine Himmelsfaust. Einfach mal was können.
Ich bin langsam. Nein, neues Wissen. Die Klingen der Fallensumpfler sind überraschend effektiv. Obgleich es sich mir entzieht, wie sie deren Herstellung erlernt haben. Der Großteil des Gehirns der Sumpfler scheint sich auf Töten und Fressen zu konzentrieren. Ihre Anstrengungen in diesen Bereichen sind jedoch bewundernswert. Vielleicht sollte ich eine dieser Schlingen vor meinem Zelt aufstellen, bevor ich schlafen gehe. Noch ein Schreien. Die Erleuchtung. Was tun für einer? Der Tod. Das Lamm auf der Wiese. Und sagen Hurz. Wer hier das Harpe Kerkeling-Zitat erkannt hat. Da kommt er einfach an und sagt, der Tod. Was ist denn das für einer? Wir werden auch noch kapauen. Und da geht's schon weiter. Yay! Es blinkt. Ich bin einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Lasst es mich versuchen. Erstmal gucken wir uns hier das Büchlein an. Yay! Teil 1. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen. Und ihr entfuhr ein Lachen. Okay. Wir wissen ja selber, dass Adria selbst eine Hexe ist. In die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Achso, es ist so ein. Wer ist es? Da spielen wir jetzt ein bisschen, wer ist es? Bloß mit. Nein. Wie viele von den Viechern es hebt. Und das ist schon der nächste Punkt. Juhu, es blinkt. Wobei ich auch ehrlich... So, wups. Sind wir hier beim Ping-Pong oder was? Meine Güte. Also ein Schreihals hier, das ist ja der Wahnsinn. War das ein Blauer? Kann das sein, dass das ein Blauer war? Ich hab, nee, das weißes Zeug gekriegt, alles klar. Ich dachte, ich hab mehrmals, oh, was seid ihr für welche? Immun? Die sind immun? Finde ich überhaupt nicht cool. So. Hier wird ein bisschen Himmelsfuhrer für alle. Leuch. Ah, die halten aber auch aus, die Viecher. Das ist ja Wahnsinn. Hallo? Eine bedrohliche Höhle? Ah, das klingt doch gut. Da gehen wir mal rein, oder? Bedrohlich klingt klasse. Ah, bedrohlich klingt richtig super. In welche platzenden Maden hier? Ich glaube, die sind giftig. Ich habe so das Gefühl, die könnten giftig sein. Ja. Ein Sumpfling, der eine riesige Axt dabei hat, die dreimal so groß ist wie er. Die kommt da einfach aus ihm rausgeploppt. Plopp. Was ist jetzt hier das Bedrohliche an dieser Höhle? Wahrscheinlich die Verzauberin, weil die alle in Hühnchen verwandt. Verdammt bedrohlich. Hoho. Hier, ja, solche Lickviecher. Yeah.
den mal kaputt. Los, meine Bogenschützen. Bis zum Ende. Oh, das Gelbe ist. Nehmen wir mit. War noch Bogenschützen? So ein paar? Ein paar schießende Bogenschützen? Gibt's hier? Ey, was ist das denn? Alles klar, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo die ganzen Madenviecher herkommen. Und ich würde sagen, wir setzen mal ein bisschen Himmelsfuhre und alles, was wir so ein bisschen haben. Ein. Boah, ist das eklig, ey. Da schütteln die sich das vom Rücken oder was? Ah, erstmal hier ein bisschen raus. So. Neues Mist. Die Suche nach der Madenbrut hat sich als richtiges Abenteuer herausgestellt. Zum ersten Mal sah ich einen ihrer Kadaver abseits einer Straße nach Westbach. Dort herrschte ein solcher Verdacht, dass sich mein neuer Assistent direkt zweimal auf meinen Lieblingsreiseumhang vergab. Die Flecken sind dann irgendwann verschwunden. Trotzdem war ich äußerst betroffen. Und ein Schrein. Fallen die Viecher hier einfach vom Himmel, oder was? Ich muss auch sagen, wir heilen uns recht gut. Also, wenn ich jetzt hier mal so gucke, wir kriegen 1900 Schaden, aber healen uns dann mit einem Schlaf auch gleich mal wieder. Um genau denselben Betrag, dann finde ich das schon okay. Wir kriegen hier alle in mit. So, noch ein bisschen Himmelsbucher für den blauen Mob. Oh je. Jawohl, es geht ja. 6000. Haben wir gerade 6000 Schaden gekriegt? Habe ich das richtig gesehen? Das ist ja furchtbar. Furchtbar viel. So. Dankeschön. 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 Ja, wir heilen uns ja. Daher ist das... Oh, wie viele Hühner da sind. Und wie viele Viecher hier einfach mal vom Himmelsfuhr auf den Kopf kriegen. Schön. Ja, noch ein bisschen Zeug. Ihr kümmert euch da schon drum. Und... Zack. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch weiter durch diese Höhle quälen. Ah Gott, kommen immer mehr. Eigentlich will ich doch mal die Folge beenden hier. Okay. Eine Sackgasse, das ist ein schöner Punkt, um zu sagen, jo, hier machen wir jetzt erstmal Pause. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Diablo 3, Reaper of Souls, der Kreuzritter. Bis dahin, haut's rein. Ciao, ciao.